Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing Amiibo Festival bei mir, eurem Feuerstachel. Heute starten wir wieder durch in ein paar Level der einsamen Insel. Denn ich glaube... Nee, wir haben noch keinen normalen Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ach, schade. Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Insel, die so aussieht wie so ein Abstergo-Zeichen. Falls ihr es kennt aus Assassin's Creed oder vielleicht auch so ein bisschen wie Kanada, so ein kleiner Stiefel. Und dafür packen wir uns mit rein Rosina, die Baumeisterin. Nee, sie war schon letztes Mal dabei. Wir wollen sie austauschen durch Huff, das kleine Schweinchen. Mal schauen, was er für ein Symbol hat. Er ist der Gierschlund. Das heißt, er kann wahrscheinlich mega viel Essen einfangen. Auch wenn ich ja befürchte, dass er das meiste davon selbst auffressen würde. In Anführungszeichen. Ich meine, ja, schaut ihn euch an, das ist so gieriger, ne? Als nächster kommt Barry mit am Start. Er ist auch so ein Gierschlund, denke ich, oder? Ne, das ist ein Bienenflüsterer. Ja gut, als Bär würde ich sowas auch behaupten. Und der nächste wird dann sein Goldie. Mal schauen, was Goldie für ein Symbol hat. Er ist die Spürnase. Hier sieht man übrigens auch, wie viele Schritte sie jeweils gehen können. Zum Beispiel Hugo und Barry können jeweils 4 Schritte pro Tag gehen und Bienchen leider nur 3. Dafür kann er 2 Schritte von einem Aussichtspunkt entfernt nochmal gehen, denke ich jetzt einfach mal. Und da unten steht auch, wie viele Früchte sie jeweils kriegen, beziehungsweise mit was die Fruchtanzahl, die sie kriegen können, multipliziert wird und welche Früchte sie davon kriegen. Zum Beispiel Hugo kriegt Pfirsiche, Barry kriegt Äpfel und Bienchen, die netten Birnchen. Das war sogar ein Reim. Das ist ja ein toller Start. Oh Mann, so billig. Naja, das ist nicht billig, das war cool. Entkomme in 7 Tagen und das ist das Ziel. Ich hab's letztens innerhalb von 6 Tagen geschafft zu entkommen und jetzt weiß ich ja so ungefähr das Spielprinzip. Das heißt, mein Ziel ist es, dass ich innerhalb von 5 Tagen entkommen werde. Nein, wir verstehen uns und dann immer so weiter runterprasseln lassen. Das wird beim nächsten Mal dann in 4, in 3, in 2, in einem Tag und beim nächsten Mal werden wir dann gar nicht auf die Insel gehen. Das sind wir nämlich gar nicht dazu gezwungen, von der Insel wieder zu entkommen. Und was heißt es hier? Kann manchmal nicht widerstehen und nascht von gefundenem Essen. Achso, das ist der Gierschlund. Ist dafür hart im Nehmen. Warte, das heißt, er futtert mir meinen Proviant weg. Was ist los bei dem? Hallo? Wir sind hier in einer 3-Mann-Mannschaft. Und da darf man nicht den anderen das Essen wegfuttern. Sowas ist klar, ne? Er macht's trotzdem. Das juckt er nicht. Aber er ist hart im Nehmen. Das heißt, falls wir Gegnerkontakte haben mit ihm, dann knallt das alle weg, sozusagen. Oder klatscht das die besser weg. Weil was zum Knall hat er eigentlich nicht. Auf Kanonen bezogen. Sieh nur all die Bananen. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt Früchte herunter. Und? Na, du Gierschlund, du willst auch bestimmt die 5 haben. Ja, an der Zahl, die er jetzt bekommt, sieht man nicht so wirklich, dass er ein Gierschlund ist. Ich meine, die anderen sitzen bestimmt noch irgendwo da oben. Die könnte er bestimmt noch irgendwie kriegen. Aber nein, der Gierschlund ist sich zu faul dazu. Sehr logisch. Sehr logisch. Ah, hier gibt's Birnen. Sieh nur all die Birnen. Jetzt sieht man schon wieder, dass er ein Gierschlund ist, weil er immer diese Früchte einsammeln will. Und? Wie viele kriegen wir jetzt? Wir haben die Chance, 7 Stück zu erhalten. Dazu muss ich nichts mehr sagen, oder? Wieder die niedrigste Anzahl. Und wo soll bitte schon da der Gierschlund in die stecken? Du bist von ja schon ganz schwach und musst eine sofort essen. Nett zu sehen. Dankeschön, dass du die Flohen gefuttert hast, du kleiner Vielfraß. Okay, ich gehe dann gleich mal hier hoch. Und ich denke... Nein. Gehen wir ja zum Baum, weil ich wette, hier kriegt man einen Baumstamm... Ein Stein. Toll. Ein Stein. Ab damit in den Rucksack. Das habe ich schon beim ersten Mal total logisch gefunden. Ich meine, der findet einen Stein und denkt so, ein Stein. Pack mir den mal in den Rucksack. Verfügt über einen ausgezeichneten Geruchssinn, denn es ist die Spürnase gerade eben. Kann Gegenstände auf angrenzenden Feldern erschnuppern. Ah, das ist cool. Erstmal auf die Aussichtsposition. Und von da aus kannst du dann bestimmt nochmal 3 weitere Felder gehen, oder? Okay, da habe ich es irgendwie falsch verstanden. Schade. Das Zelt schlagen wir jetzt auf jeden Fall hier auf. Ich hätte mir auf jeden Fall nochmal den Dieter reinpacken sollen, weil letztens hat er die Felsen einfach so leicht zertrümmert und dann wäre ich da ohne Probleme rübergekommen. Das ist voll bitter. Jetzt müssen wir uns mit dem oberen Bereich hier vergnügen, aber ich denke, wenn wir uns da langsam so herumarbeiten, kommt man bestimmt irgendwie noch auf die andere Seite und kann dann auch die restlichen Fragezeichen-Sachen einsammeln. Wie sie gerade eben einfach alle auf den Stein gestarrt haben. Richtig köstlich mit anzusehen.
Cool. Nach den Strapazen haben sich die Abenteurer etwas Ruhe verdient. Ja, dann macht mal ein kleines Nickerchen. Wird euch bestimmt eingefallen. Noch 6 Tage. Oh. Ja, da finden sie einfach mal so einen Stock. Das ist sehr schön. Ach so, es wird mal angezeigt, dass da ein Stock drin ist. Okay, den Stock brauche ich nicht unbedingt, aber gut. Holen wir uns mal den Stock. Toll, ein Stock. Ab damit in den Rucksack. Ich kann es nur noch mal betonen. Wenn du auf solche Dinger stehst, dann geh doch einfach mal in den Wald und sammel sie ein. Aber auf einer einsamen Insel, was bringt dir das? Nicht viel, würde ich mal so behaupten. Ich hätte eher da hinten ein paar Kessel nehmen sollen, weil hier vorne hätten ja auch die anderen noch was machen können. Na gut. War jetzt nicht ganz so schlau, aber haben wir mal gemacht. Ein Baumstamm. Den ersten von 3, den wir benötigen. Und wir benötigen zudem noch ein Segel. Und damit ist unser rettendes Floß zusammengebaut, mit dem wir dann entkommen können. Und ja. Bitte sag mir, dass ich entkomme. Oh nein, eine Fallgruppe. Die Chance, dass ich entkomme, ist wirklich so klein. Da kann ich gar nichts mehr sehen, ne? Letztens habe ich immer die kleine Chance bekommen, dass ich drin bleibe und jetzt ist die Chance mal andersrum und jetzt komme ich so plötzlich. Okay, das Glück ist wieder auf meiner Seite. Da sage ich nichts dagegen. Ich würde gerne wieder hier. Ach komm. Gehen wir mal hier hin. Bitte sag mir, dass da kein Gegner hervorschaut. Sieh nur all die Pfirsiche. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt Früchte runter und es kommt kein Gegner. Das ist cool. Ich habe echt das große Glück, das größte Glück, was man hier nur kriegen kann. Ich kriege immer die Minimumanzahl. Aber zumindest bin ich gerade eben aus dieser Fallgrube rausgekommen. Das ist schon mal so ein kleiner Fortschritt. Okay, Bienchen, mach mal Summ Summ und flügel dich mal darüber. Weil da hinten ist eine Palme, die wir jetzt auch noch ergattern wollen. Okay, hier wäre was Cooles drin gewesen, aber ich glaube, da können wir leider nicht hin. Hier vorne sind viele. Und ich habe das Gefühl, dass wir da nicht ganz so viele gute Sachen rausbekommen werden. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Das ist das Beste, was wir machen können. Wir machen kurz noch ein Werkzeug. Und wir können da nämlich eine Schaufel machen. Und wir machen jetzt einfach mal eine Schaufel. Weil so können wir leicht aus diesem Fallgruben wieder rauskommen. Und mit leichter meine ich eben, dass dieses Abteil vom Glücksrad, was sagt, dass ich erfolgreich rauskommen werde, größer ist, als es zuvor war. Mit der Schleuder, die wir zudem auch hätten bauen können gerade eben, könnte man eben leichter die Gegner vertreiben, falls man Gegner treffen würde bei den Fruchteinsammelaktionen. Und so hat man dann höheres Überlebensrisiko. Das heißt, alles hat seine Vorteile. Man braucht diesen Stock und die Steine übrigens nicht, um irgendwelche Teile vom Floß wie das Segel oder so zu bauen. Habe ich am Anfang gedacht, ist aber nicht so. Sondern die sind einfach nur dazu da, um sich so hilfreiche Utensilien für das Überleben auf der Insel zu sichern. Sieh nur all die Pfirsiche, das sind deine Lieblingsfrüchte. Wenn du kräftig am Stamm rüttelst, fallen bestimmt welche runter. Ach so, also immer wenn die Lieblingsfrüchte auftreten, werden die multipliziert. Und jetzt kriege ich endlich 7. Oh, halbwegs ist das Glück endlich mal am Start. Zumindest nicht das Niedrigste. Zwar auch nicht das Höchste, aber auch nicht das Niedrigste. Das ist schon mal ein Fortschritt. Kann man mal durchgelassen. Und der Gierschlund hat es echt einen vollen Tag Proviant gesichert. Der ist aber nett. Komm, gehen wir einfach mal wieder da hin. Passt schon. Okay, Barry. Ich weiß nicht, was da oben ist. Ach so, da oben ist Medizin, aber nee, die brauchen wir aktuell nicht. Medizin würden wir brauchen, wenn wir gegen einen Gegner, das heißt gegen irgendeinen Feind, verlieren würden. Weil dann ist das jeweilige Tierchen angeschlagen und kann sich wahrscheinlich nicht bewegen, sofern es nicht irgendwie wieder geheilt wird, eben durch die Medizin. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt einfach mal so mutig und wagen uns ohne Medizin vor. Ich meine, kann man auch mal bringen. Zumindest wieder die mittlere Anzahl. Das geht durch. Barry hat 2 Bananen ergattert. Okidoki. Eine Schnur. Übrigens, auch aus der Schnur können wir nicht das Segel gestalten. Das Segel lässt sich einfach als eigenes Item finden. Komisch, dass man das nicht irgendwie zusammenbauen sollte, aber ist halt so. Hier ist auch schon der erste Gegnerkontakt. Hilfe, ein 100-Füßler, was willst du tun? Ich hätte vielleicht doch... Wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Komm, wir gewinnen. Weil falls man verlieren würde, denke ich einfach mal, dass man von diesem Platz wieder zurückweicht und nicht mal weiterlaufen kann. Das heißt, irgendjemand von uns müsste eh wieder da durchlatschen und das der einzige Weg ist, der da durchführt. Habe ich jetzt einfach mal das Risiko eingegangen oder ich bin das Risiko eingegangen und habe es probiert. Und ach komm, Freunde,
Wir können uns eh wieder da unten hinporten, indem wir da schlafen. Holen wir uns die Medizin einfach noch hier oben. Durch Bienchen. Ich meine, was anderes hätte sie da auch nicht so logisches tun können. Ah, hier, perfekt. Soll das Zelt heute Abend hier aufgeschlagen werden? Ja, komm. Schlag es doch mal auf. Und ich denke, sie könnte daraus eine Angel bauen. Ja, noch nicht. Ihr macht eine Angel. Ein Werkzeug, genau. Hier, eine Angel, bitteschön. Weil aus einer Schnur und einem Stock kann man natürlich ganz simpel eine Angel fertigen. Survival Game Pro des Jahrtausends, würde ich mal so behaupten. Und jetzt geht ihr bitteschön schlafen. Dankeschön. Was essen Sie die ganze Zeit eigentlich? Das sieht so aus wie Salat, aber wir haben noch Früchte eingesammelt. Bananen, Pfirsiche, Birnen. Und ihr begnügt euch mit Salat? Habt ihr den irgendwie eingetauscht? Ja gut, wahrscheinlich haben sie die Früchte für eine Tonne Salat eingetauscht. Würde ich auch machen, ne? Ja, ja. Hugo ist dran. Auch wenn es nicht so gut schmeckt, auf einer Insel kann man so besser überleben. Jetzt haben wir ein Stück Stoff gefunden, aber nein, auch das ist nicht das Segel. Habe ich damals gedacht, ist es aber leider nicht. Okay, ein Honignest. Sieh nur eine Honigwabe. Wenn du die Bienen verjagst, gehört der Honig dir. Die Wahrscheinlichkeit, gestochen zu werden, ist sehr gering. Aber wir könnten auch gar keinen Honig bekommen, weil er irgendwie zerfällt. Ja, und er zerfällt. Ich werde zwar nicht gestochen, aber ich kriege auch keinen Honig. Oh, du hast die Bienen vertrieben, aber die Honigwabe ist heruntergefallen. Zumindest können wir weiterlatschen. Das ist schon mal so ein halbwegs guter Punkt. Und? Barry wird jetzt einfach mal diesen Weg hier entlang gehen. Und ich glaube, da vorne ist ein weiterer Stock drin, oder? Hier bei den Bäumen. Könnte ich mir gut vorstellen. Und? Eine Fallgrube. Huch! Sieht so aus, als hätte jemand etwas hier vergraben. Wir können was ausgraben. Du verwendest die Schaufel, um zu graben. Das heißt, ich falle nicht in den Abgrund, sondern ich kann Sachen rausfallen. Das war knapp. Jemand hätte in die Fallgrube stürzen können. Mit Hilfe von Fallen kannst du Fallgruben ausheben. Grab dieser Nähe von Kreaturen, um Kämpfe zu vermeiden. Sei jedoch vorsichtig, nicht in deine eigene Falle zu treten. Du hast eine Falle gefunden. Möchtest du sie einsetzen? Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass wir hier auf einen Gegner treffen würden. Nehmen wir lieber hier, weil hier müssen wir auf jeden Fall durch. Du hast eine Fallgrube gegraben. Okay, wird es mir jetzt irgendwie angezeigt, dass ich da eine Fallgrube gegraben habe oder nicht? Nee, wird mir nicht angezeigt. Schade. Hier gab es einen Stock und ich glaube, da drüben, wo wir die Fallgrube gegraben haben, war wirklich ein Gegner. Das heißt, wir können auch mal herausfinden, was dann passiert, wenn ein Gegner in unsere eigene Fallgrube reinfällt. Ich wette, total unspektakulär, aber trotzdem, man kann es ja mal probieren. Ist auf jeden Fall was Neues. Und da sind nur Bananen, das heißt, wir müssen da nicht unbedingt hin. Nein, wir wollen das Zelt hier in der Mitte aufschlagen. Da können wir nämlich noch die ganzen anliegenden Positionen begutachten. Was mir persönlich sehr viel Spaß machen würde. Was kann man denn daraus bauen? Ich wette nichts. Doch, doch. Ein Kescher. Damit können wir den Honig leichter fangen. Oder die Bienen eben leichter vertreiben, je nachdem, wie man es betrachtet. Oder man will Bienen essen, aber das würde ich euch nicht raten. Wobei, denen was zuzutrauen, die sind voll verwegen. So. Nach den Strapazen haben sich die Abenteurer etwas Ruhe verdient. Ah, das würde ich auch mal sagen. Gönnt euch mal eine ordentliche Portion Schlaf. Noch 3 Tage. Und dann sind wir runter von der Insel. Und ich finde es richtig, richtig, richtig witzig, dass sie mir anzeigte, wo was drin ist, würde ich sagen. Komm, hier mal einfach noch das Holzstämmchen einkassiert. Und ansonsten schauen wir mal, was hier bei der Insel, beziehungsweise hier bei dieser Falle passiert. Fallen wir in unsere eigene Grube rein? Nein. Sieh nur, der Hundertfüßer ist in die Fallgrube gefallen. Hab ich es euch gesagt oder hab ich es euch gesagt, dass hier ein Füßler drin ist? Ne? Das ist deine Chance, um zu entkommen. Hab ich es doch gesagt, dass da jemand drin ist. Und hier oben bitte weitergehen. Perfekt. Der letzte Holzstamm. Toll, ein Baumstamm. Holzstamm. Bad Logic. Der letzte Baumstamm. Ab damit in den Rucksack. Ab damit in den Rucksack. Oh, mein Deutsch ist heute auch ziemlich schlecht. Barry ist dran. Okay, Barry, wir gehen hier oben lang. Perfekt. Auch wenn du hättest angeln gehen können. Nope, wir gehen auf den Aussichtsturm. Na, da oben gefällt es dir, gell? Und Bienchen, darf man hier die Früchte einsammeln und danach noch ein bisschen angeln gehen. Sieh nur all die Birnen. Kräftig rütteln, dann kriegen wir viele Früchte runter. Wieder nur die letzten.
Ja, zwei Stück sind besser als nichts. Muss man sich so zufrieden geben, immer schön einreden, dann passt das schon so halbwegs. Passt schon. Und? Wir gehen angeln da drüben. Okay, dann nehmen wir eben hier diese Angelposition. Die geht auch durch. Fische, schnapp sie dir, gonna catch them all. Okay, wie viele werde ich kriegen? Ich glaube, ich werde gar keinen kriegen, bei meinem Glück. Ich sollte Wahrsager werden. Okay, die Wahrscheinlichkeit war eben größten, beziehungsweise eigentlich gleich groß. Aber ich sollte trotzdem Wahrsager werden, weil wir werden einfach nirgendwo hier glücklich. Wirklich, nirgendwo. Okay, ich habe das Gefühl, wenn wir uns hier in der Mitte das Zelt aufschlagen, dass wir dann am Rand überall ohne Probleme alles einkassieren werden. Und das machen wir einfach mal. Wir haben kein Inventar, das heißt, wir können einfach so schlafen gehen. Das passt dann schon. Hinten sieht man übrigens... Oh, kein Proviant mehr. Du musst morgen dringend Nahrung finden. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich überleben werde? Habe ich eigentlich schon, aber ich habe nicht damit gerechnet. Dass ihr so schnell alles leer ist, ne? Was ich sagen wollte, hinten hat man die ganzen Materialien gesehen, die wir schon eingesammelt hatten. Okay. Wie viele Schritte kannst du gehen? Wird das mir irgendwo angezeigt? Ich kann jetzt raten. Ich glaube, bei ihm waren es, steht es auf der Karte drauf? Wäre witzig. Er darf 4 Schritte gehen, glaube ich jetzt einfach mal. Das heißt, wir gehen hier nach vorne. Gehen dann unten zum Baumstamm hin. Wo wir Früchte finden. Und bitte, bitte 4 Stück. Weil dann hätten wir schon mal das Nahrungsproblem... Oh, 5, noch besser. Weil hätten wir das Nahrungsproblem auf jeden Fall beseitigt. Und ja, ich glaube, das Spiel hat jetzt gesagt, ne, es ist so ein Kinderspiel, da müssen wir denen ordentlich viele Früchte geben. Wenn sie schon ordentlich dahin gehen, dann müssen sie auch die Früchte kriegen, ja. Und da bin ich euch gerade sehr, sehr dankbar für. Ich hätte wieder gedacht, es würde uns wieder die niedrigste Anzahl geben, aber gut, diesmal war es echt glücklich. Huch, sieht aus, als hätte jemand eine Fallgrube graben. Da grabe ich mir mal kurz die Fallgrube aus und kann sie woanders platzieren. Allerdings... würde ich sagen, wir platzieren die nirgendwo, weil das ist gemein. Das dürfen wir nicht. Und wir brauchen jetzt irgendwo das Segel. Ich wette, das ist da vorne. Hier? Yes. Und wir können entkommen, Freunde. Toll, ein Segel. Ab damit in den Rucksack. Das war das letzte Bauteil für das Floß. Und hab dafür tolle Arbeit. Nichts wie weg von dieser einsamen Insel. Ich will weg. Okay, haben wir auch diese Insel gemeistert? Das Abenteurer-Team ist stolz. Okay, die Pose gerade eben war irgendwie ein bisschen bitter, aber kann man durchgehen lassen. Erforschungsrate 56%, auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Und die Punktzahl werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern können. Essensbonus, ein Tag, okay, nicht so gut, aber es lässt sich durchgehen. Geht durch. Verbleibende Tage, ein. Wieder dasselbe Ergebnis wie beim letzten Mal, aber... ist halt schwer, wirklich schneller da von der Insel zu kommen, wenn man nicht diesen Muskelprotz dabei gehabt hätte. Damit hätte man die Insel locker durchstöbern können, indem man dann einfach die Felsen durchkämmt. Und ich sehe gerade eben, für jede Insel gibt es einen eigenen Highscore. Das ist cool. Das ist cool. Da sieht man, dass man die Insel auch zum ersten Mal gezockt hat. Und ich würde sagen, die einsame Insel wird einfach nie langweilig und es gibt 90 Punkte dafür. Das heißt, man kann euch hier auch... locker. Neue Glückstickets freischalten. Ich hätte jetzt übrigens noch Animal Crossing, NML Quizzing für den nächsten Part bereitgehalten. Und falls es wieder so eine kurze Statue ist, machen wir dann weiter mit einer weiteren Runde Einsame Insel. Freut euch drauf, ich tu's. Und haut rein und ciao, euer Feuerstachel. See you, bis zum nächsten Mal.